Hallo, meine Lieben. Und herzlich willkommen wieder zurück bei Disney Dreamlight Valley. Ja, heute mal in einer kleinen Zwischenfolge. Und zwar aus einem folgenden Anlass. Ihr seht es, glaube ich, schon oben links. Wir haben eine neue Aufgabe mit unserem kleinen Lieblingsroboter. Ja, ich hab's geschafft. Wally hat endlich die Kleidung bekommen, die ich schon die ganze Zeit so gerne haben wollte. Und naja. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch sogar in die Abstimmung reingehen und sehen, was so an Fotos für diesen Dreamlight Ball gegeben hat. Aha, und das sind jetzt so, man sieht jetzt die Namen nicht von denjenigen, aber man kann halt, ja, man kann sagen, oder man kann sich zwischen zwei Nimmer entscheiden. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. So. Oh, da hat sich eine hier mit Elsa hingestellt. Das ist auch sehr schön und auch sehr festlich. Sie hat sich sogar für diesen Baldachin genauso wie ich entschieden. Ist auch sehr hübsch. Also ich würde sagen, das hier. Oh, mit so einem königlichen Fuchs. Ach, das ist ja putzig. Ach, das ist ja süß. Oh, hier. Sogar mal einer. Ein Heer dabei. Ja, das sieht ein bisschen schicker aus. Gerade hier. Aha, mit Erik. Und hier in diesem Kleid. Ich glaube, das ist von Cinderella. Wir machen gleich weiter. Ich wollte nur mal ganz kurz mal ein bisschen hier durchstöbern. Das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Guck mal, das hatten wir doch gerade erst. Ah, 45 von 50. Stimme für dein Lieblingsbild ab und gewinne Mondsteine. Ach, so ist das. Also wenn man... Im Moment gibt es nichts zum Abstimmen, kommt später wieder. Ach so, ja gut, dann sind wir gerade durch. Und wir haben gerade auch wirklich Mondsteine dafür bekommen. Das ist ja cool. Kann man auch mal sehen, was unsere, was unser Bild so sagt? Oder können wir das nicht? Können wir wohl nicht, ne? Naja, gut. Ja, ich würde mal sagen, suchen wir mal unseren kleinen Roboter. Den habe ich nämlich schon einmal passend angezogen. Er ist jetzt wunderschön. Ein richtig süßer kleiner Roboter. Ich habe euch ja versprochen, wenn ich die 4000 Mondsteine zusammen habe, dann werde ich auch noch mit ihm diese süße kleine Quest mitmachen. Und wie gesagt, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich die Steine dafür zusammen hatte. Aber guckt ihn euch an. Schaut euch diesen süßen kleinen Roboter an. Ist er nicht putzig? Oh, hey, jetzt musst du dich doch nicht verstecken. Oh, ist das süß. Ach, wie schön. So, Wally, du hast etwas für uns? Oder du möchtest gerne mit uns reden? Jetzt hat er sogar eine neue Bewegung. Oh, ist das putzig. Und diese süße kleine Melone, die ist so... Oh Gott, ich könnte gerade schmelzen. Ist das niedlich. Oh, oh. Tada. Hey, seh dich an. Du siehst großartig aus. Ich mag deinen neuen Look wirklich sehr. Diese kleine Schleife. Wow, deine Weste. Ich liebe den Tweedstoff. Ich mag eigentlich eher die Melone da auf seinem Kopf. Die ist auch unglaublich süß. Tada. Direktive. Versuchst du mir etwas zu sagen? Wally, Direktive. Ist dir etwas Neues aufgefallen? Magst du dieses Outfit so sehr? Du übernimmst die neue Rolle als Modepolizei des Tals? Hallo. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Kannst du es mir vielleicht zeigen? Yippie! Na gut, dann zeig es mir doch einmal, Wally. Was möchte er mir denn zeigen? So, na dann los. Auf geht's. Wo willst du hin? Wally? Ah, jetzt. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Was will er uns zeigen? Ich
Ey, diese Melone da auf dem Kopf. Die ist ja. Die ist schon echt süß. Musst du wieder überlegen, wo du hin willst? Na? Muss er gerade ein wenig überlegen, unser kleiner schüchterner Roboter. Na komm, Wally. Ich glaube, er backt gerade ein wenig. Ach Mensch, jetzt kommen sie aber alle hier. Und ja, genau. Mein Gott. Jetzt müssen sich hier alle erstmal vordrängeln. Poor Wally, der arme Kleine. Ich muss ihn gerade mal hier ein wenig schubsen. So. Ah, okay. Ein wenig schubsen hat schon gereicht. So, wo willst du jetzt hin? Komme ich hier durch? Ah, okay, ich komme durch. Doch zum Strand? Wir waren doch gerade da. Aber gut. Doch nicht. Wo will er denn mit uns hin? Hm. Moment. Ich mache hier gerade auch nochmal gerade meine Schaufel und mache hier mal gerade diesen riesigen Lumpen an Ästen weg. So. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Wo ist er denn jetzt hin? Ach da. Bei Mirabel? Geh in die Mini-Casita, um herauszufinden, was Wally will. Hä? Oh, Mirabel! Hallo! Hallo, Joachim. Hola, Wally. Was bringt euch zu Mini-Casita? Das musst du Wally fragen. Wir wollen einfach nur gute Nachbarn sein. Wir sind wegen der Arepas hier. Oh. Richtig, okay. Das könnte knifflig werden, was du nicht sagst. Er ist schon eine Weile zu Besuch und wühlt herum, meistens im Müll. Er liebt es, alle möglichen Dinge zu sammeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nach etwas sucht. Er mag diesen Metallgriff sehr. Warum nimmst du und Wally ihn nicht mit? Ihn nicht. Ein Metallgriff? Okay. Vielleicht kannst du herausfinden, was er machen will. Danke, ich werde ihn Wally zeigen und schauen, wie er reagiert. Na, mal sehen. Wally, hast du danach gesucht? Ich helfe gerne. Du willst es nicht? Ich kann es Mirabel zurückgeben. Wofür willst du es verwenden? Direktive. Es sieht aus, als wäre es von einem Mülleimerdeckel. Ist es das, was du wolltest? Ah, du musst mich nicht zweimal darum bitten, wenn du einen Mülleimerdeckel willst. Dann bekommst du einen Mülleimerdeckel. Warum reden wir nicht mit Goofy? Er ist im Dorf, immer auf der Suche nach schönen Bildern. Vielleicht hat er etwas gesehen, was wir verwenden können. Mit etwas Glück weiß er, was zu tun ist. Yip! Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Goofy. Oder, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, er möchte sich halt einfach diesen Hut machen, den er ja auch getragen hatte im Film. Und damit er ja hier, ne, dieses Hut ab immer gemacht hatte, das war so unglaublich putzig, ey. Der Film allgemein ist unglaublich süß. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Münzen sammeln. Die 4000 haben jetzt schon ganz schön wehgetan und ich hoffe, dass in nächster Zeit dann auch nicht sofort der neue Sternenpfad aufmacht. Aber das werden wir dann ja sehen. Goofy, wo ist Goofy? Er ist gerade hier. Und Wally ist wieder in seinem Haus. So. Hallöchen. Hallihallo, Jürchen. Wie geht es? Wie geht's? Wie steht's so heute? Super. Ich brauche deine Hilfe. Ich versuche, Wally zu helfen, aber es geht nicht so gut. Oh, was ist los? Nun, Wally will unbedingt einen Mülleimerdeckel finden. Ich weiß nicht genau, warum, aber er möchte es. Ich habe bisher nur keinen im Tal gesehen. Oh. Ich habe hier einen Mülleimerdeckel gesehen. Aber vielleicht kannst du einen herstellen. Als ich das letzte Mal auf der Wiese geangelt habe, blieb meine Angelschnur immer wieder hängen. Ich wette, das ist ein Haufen Metallschrott, den ich hier immer wieder finde. Auf der Wiese?
Wie ist es da hingekommen? Keine Ahnung. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ich habe ein Stück am Strand aufgehoben und versucht, es Onkel Dagobert zu bringen. Aber als ich es für eine Sekunde abgesetzt habe, um meine Arme auszuruhen, muss ich im Schlamm oder so ausgerutscht sein und bin hingefallen. Danach war das große Metallstück spurlos verschwunden. Du hast es versehentlich in den Teich gestoßen, richtig? Vielleicht hat dir jemand einen Streich gespielt? Ich habe wirklich keine Ahnung. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber du hast vermutlich recht. Also gut, Goofy. Ich sollte das hinbekommen. Die herrschaftliche Angelroute hat eine bessere Chance, das Metall herauszuziehen als deine. Das stimmt. Und ich hoffe, du findest auch die anderen Teile im Tal. Einige habe ich am Strand gesehen. Einige lagen einfach nur herum. Andere waren im Sand vergraben. Und wieder andere waren im Wasser. Perfekt. Wir werden dort nachsehen. Waren das die einzigen, die du gesehen hast? Nee, ich habe gesehen, wie Ursula ein paar mitgenommen hat. Ich habe ihr angeboten, diese für sie zu recyceln. Aber sie sagte, sie hätte schon Pläne dafür. Dann hat sie angefangen, wie ein Schurke zu lachen. Oh, okay. Ich werde mir das ansehen. Danke, Goofy. Wir sehen uns. Also, Fische nach großes Stück Metallschrott auf der Wiese. Ja, okay. Wollen wir gerade gucken. Vanaloop ist noch am Schlafen. Denn die steht nämlich auch kurz davor, auf Level 10 zu kommen. Da muss ich nur noch ein kleines bisschen warten. Und wollte halt, ja, abwarten, wenn sie da ist. Dass dann, ja, die sie dann vielleicht sogar noch heute mit dem Rutsch hier, mit der Aufnahme, dann gleich mitnehmen können. Einen Fisch, nee. Oh, hier sind... Ach, wartet mal. Hier könnte was sein. Nein, ich muss ein bisschen gerader. So. Nee. So, jetzt habe ich den goldenen Schimmer. So. Ah! Ein großes Stück Metallschrott. Such am schillernden Strand im Sand oder im Wasser nach Stücken von Metallschrott. Okay. Und Ursula hatte ja auch noch welche. So, naja, die sind ja Gott sei Dank gut zu sehen hier im Wasser. Im Wasser, ja. Nee, im Sand natürlich. So. Müssen wir hier erstmal ein bisschen Ordnung wieder schaffen, ne? Oh, ein Buch. Was ist das denn? Noch eine Aufgabe. Die Entstehung einer Geschichte. Mann, oh Mann, Wally hat ja ziemlich viele Aufgaben gerade für uns. Mann, oh Mann. Aber so, erst einmal hier ein bisschen Ordnung wieder suchen. So. Schauen wir erstmal hier, dass der Strand ein wenig wieder sauberer ist. Jetzt ist es hier so furchtbar neblig geworden. So, drei Teile hätten wir schon mal. Na. Aufheben können wir auch so einiges. Außer es ist halt verbuddelt. So. Sechs hätten wir schon mal. Das ist gut. So, und ein paar sollen ja auch noch im Wasser sein.